Weiter in der Aussprache hat das Wort Lars Klingbeil für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will in aller Deutlichkeit sagen, ich finde, das ist schon ein bedeutender Tag hier im Parlament. Wir haben es in der letzten Legislatur erlebt, dass das Thema Netzpolitik immer mehr Raum in der parlamentarischen Arbeit eingenommen hat. Das waren die Beratungen in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Wir haben jetzt in dieser Legislatur 22 Ausschüsse eingesetzt, die es in der letzten Legislatur gab. Und dazu kommt ein 23. Ausschuss für die digitale Agenda. Das zeigt, dass wir als Parlament anerkennen, dass hier neue Themenfelder sich entwickelt haben und dass wir die Bedeutung erkannt haben. Und dass wir sagen, hier im parlamentarischen Raum muss es eine Beratung über dieses Thema geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch froh darüber, dass wir es geschafft haben, einen gemeinsamen Einsetzungsbeschluss hinzubekommen, dass auch die Oppositionsparteien zugestimmt haben, dass wir als Parlament insgesamt ein Zeichen setzen. Und liebe Kollegin Wawczyniak, ich erkenne an, dass Sie versucht haben, das Haar in der Suppe zu finden. Das ist Aufgabe der Opposition. Aber ich sage Ihnen, freuen Sie sich darüber, dass es ein gemeinsamer Erfolg ist, dass es diesen Ausschuss geben wird. Und eine Frage wie etwa die Vorratsdatenspeicherung wird sicherlich nicht über organisatorische Fragen wie federführend oder mitberatend entschieden, sondern im politischen Diskurs. Also kann ich Sie nur einladen, die politische Debatte zu führen und die Auseinandersetzung zu suchen. Ich wusste gar nicht, seit wann die Linken so struktur- und gremienverliebt sind, wie Sie das hier gerade dargestellt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Ausschuss für die digitale Agenda wird der zentrale Ort hier im Parlament sein, an dem wir die digitale Agenda der Bundesregierung koordinieren, sie besprechen, immer wieder eigene Impulse als Parlament setzen, da, wo es nötig ist, auch mal anstoßen. Die Kollegin Schön hat erwähnt, dass wir mindestens zwei Staatssekretärinnen haben, die sich kümmern. Aber ich will erwähnen, es gibt ja noch weitere. Auch das Verbraucherschutz- und Justizministerium wird sich kräftig einmischen in netzpolitische Fragen. Ich sehe Herrn Krings als Staatssekretär aus dem Innenministerium. Auch das Innenministerium wird sich einmischen. Und ich bin mir sicher, es werden noch weitere Ministerien folgen. Netzpolitik ist ein Querschnittsthema, das durch alle Häuser bearbeitet wird. Und das ist gut so. Wir haben doch auch in der Enquete diskutiert, wie man ein Thema wie Netzpolitik wirklich auch organisatorisch aufstellen kann. Und wir waren uns einig, dass es ein Querschnittsthema ist. Und deswegen ist es richtig, dass es in vielen Häusern aufgestellt ist und hier im Parlament in einem zentralen Ausschuss das Ganze koordiniert wird. Und Frau Wawczyniak, Sie haben angesprochen, dass es ein Verdienst von vielen ist, dass dieser Ausschuss kommt. Und ich will das hier auch sagen. Es sind Kollegen dabei, die dafür gesorgt haben, dass dieser Ausschuss kommt, die jetzt nicht mehr im Parlament sitzen. Es gab Sachverständige in der Enquete, die fleißig mitdiskutiert haben, die mitgekämpft haben, die für einen einstimmigen Beschluss gesorgt haben, die heute sicherlich auch verfolgen, was wir hier machen. Aber es war auch die Bewegung von Netzaktivistinnen und Netzaktivisten, die dafür gesorgt hat, dass das Thema hier im Parlament angekommen ist. 2009 hatten wir die große Debatte über Netzsperren, wir hatten die Diskussion über ACTA, wir hatten die Diskussion über Vorratsdatenspeicherung, die sicherlich auch weitergehen wird. Und es sind viele, die das Thema Netzpolitik auch auf die gesellschaftliche Agenda gesetzt haben. Jetzt ist das Thema hier in der Mitte des Parlaments angekommen. Und deswegen ist es ein bedeutender Tag hier für das Parlament. Ich sage aber auch, dass es bei allem Grund, sich zu freuen, dass es diesen Ausschuss gibt, jetzt erst mit der Arbeit wirklich losgeht. Wir haben viele Themen, die vor uns liegen. Und es geht darum, diese Themen ernsthaft hier im Parlament zu bearbeiten. Ich will drei Themen nennen, die uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Ausschuss wichtig sind. Es geht darum, die digitale Spaltung in Deutschland zu stoppen, zu verhindern und dafür zu sorgen, dass das Land sich gleich entwickelt. Da geht es um den Zugang zum schnellen Internet. Ich bin Minister Dobrindt dankbar, dass er viele Initiativen angekündigt hat in den letzten Wochen. Und seien Sie sicher, wir als Ausschuss werden das tatkräftig begleiten. Weil es uns darum geht, dass wir die Spaltung im Land, die wir beim Breitbandausbau haben, dass wir die schließen müssen. Wir brauchen Zugang zum schnellen Internet. Das brauchen wir flächendeckend, weil es um eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse geht, weil es aber auch darum geht, dass wir wirtschaftliches Wachstum und neue Geschäftsmodelle ermöglichen wollen. Digitale Spaltung heißt für uns aber mehr als Zugang zum schnellen Internet. Es geht auch um die Frage der digitalen Kompetenz. Es geht um die Frage der Netzneutralität. Alles das sind Fragen, die mit zur Spaltung dazugehören, die wir als SPD in diesen Ausschuss einbringen werden. Ein zweiter wichtiger Punkt, den wir intensiv im Ausschuss diskutieren wollen, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Die digitale Wirtschaft hat enorme Potenziale.
Es geht uns darum, die wirtschaftliche Entwicklung, das Wirtschaftswachstum, auch das Entstehen von Arbeitsplätzen zu stärken. Das betrifft Start-ups. Wir wollen die Förderung stärker ermöglichen. Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Förderungen da sind. Aber es geht auch um Industrie 4.0. Hier liegt eine Entwicklung vor uns, die wir begleiten wollen und die in Deutschland viele Potenziale entfalten wird. Und der dritte Bereich, der uns wichtig ist, ist, die richtigen Konsequenzen aus der ganzen Affäre rund um die NSA zu ziehen. Wir haben gesehen, Vertrauen ist verloren gegangen. Ich warne davor, dass wir in IT-Nationalismus verfallen, aber wir müssen doch in der Tat darüber diskutieren, was kann Deutschland machen. Es geht darum, Forschung und Entwicklung zu stärken. Es geht darum, Initiativen im Bereich der Medienkompetenz, der digitalen Selbstständigkeit zu stärken. Und es muss aber auch darum gehen, internationale Abkommen und Verträge voranzutreiben, etwa das No-Spy-Abkommen. Wir wollen, dass die Menschen dem Internet wieder vertrauen können. Aktuell ist das nicht der Fall. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen viele Aufgaben vor uns. Der Ausschuss für die digitale Agenda wird der Ort sein, an dem wir das Ganze koordinieren. Es geht nicht darum, dass wir am Rande des Parlaments sitzen, dass wir ein Nischenthema behandeln, sondern wir behandeln eins, was Querschnitt ist, was mitten hier im Parlament ist. Und die Arbeit kann jetzt, Gott sei Dank, mit diesem Einsetzungsbeschluss losgehen. Ich will mich bei allen bedanken, die massiv daran gearbeitet haben in den letzten Wochen, dass es zu diesem Beschluss gekommen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner.